Ich würde sagen, wir machen als erstes mal den Astronomieunterricht. Beziehungsweise wir gehen als erstes einmal ganz kurz in den Raum der Wünsche. Und lassen die Tierwesen noch frei, die wir noch in der Tasche haben. Ein paar davon zumindest. Was? Warten, Obergrenze, was? Was, was? Achso, ich hab. Ah, okay. Nimm das hier mal. Ups. Kann ich das? Achso. Jetzt, jetzt ist alles gut. Schicken. Das packen wir nach da. Der Hippogreif ist hier schon drin. Dann nehme ich einen von den Knuddelmuffs noch raus. Für das also beide Knuddelmuffs theoretisch einfach. Kann ich den noch mit reinpacken. Und jetzt müsste ich halt eine Art noch austauschen, damit ich Kniffler oder das andere noch hinkriege. Shiny. Ich bleib jetzt mal erstmal kurz dabei. Wieder eines übergreifen. Hm? Zack. Revelio. Sehe ich meine Tierwesen damit, ja, ne? Denke ich unendlich oft wieder neue Dingens. Sehr geil. Hm. Ist schon gesch. Ne, der eine Vogel fehlt noch. Da. So. Habe dann leider keinen Platz mehr. Was ärgerlich ist, aber kann ich denn. Egal. Schon mal hier. So, so. Ich hab da jetzt irgendwie die hier, ne? Ja. Habe ich tatsächlich nicht theoretisch alles im Ding ist, aber. So. Ich habe noch ein unidentifiziertes Kleidungsstück. Das ist tatsächlich sogar besser. Sehr schick. Mehr Offensive. Das wird Schaden durch Trolle. Was? So. Anzeigebug. Yes. So. Buch wieder normal? Nein. Okay.
Sag nein. Ja. Herausforderung. Das könnte ich tatsächlich noch basteln. Noch mal reinstellen. Ach, da. So, ist jetzt neu. Ja. So. Umland hatte ich jetzt noch gesagt. War das andere wahrscheinlich noch. Da, da. So, dann gehen wir nochmal ganz kurz zu den Tierwesen rein. Rein. So. Gut, okay. Schon mal wieder. Okay, 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 okay. Ich habe noch nie so viele Pflanzen gesehen. Dann möchte ich gerne einmal kurz nach Hogsmeade. Und zwar möchte ich da da rein. Also porten wir uns mal nach da. Gucken, was wir ob wir da eventuell Besserungen kaufen können für die für das Dings. Hallo, bewegen Sie sich nicht so schnell, wenn man sich an einer Diricol-Feder stiehlt. Revelio. Ein Schnittler. Interesting. Ich wette, ich darf die hier nicht fangen, würde ich ausgehen. Hallo. Ah, willkommen bei Schnabel und Brut. Ich bin Ellie Peck. Und nein, ich habe keine Abraxane-Haare mehr. Hat alles ein Händler in Otteries and Catchball gekauft. Musste es sogar persönlich liefern. Hat ihn nicht gejuckt, dass ich den Laden schließen musste. Anscheinend hatte er mal ein ziemlich schlechtes Erlebnis mit einer Lieferung von Vampushaaren. Muss ein amerikanischer Verkäufer gewesen sein. Hier gibt es ja gar keine. Wie auch immer. Was brauchen Sie? Mondkalbfell? Diricol-Federn? Ah, okay. Ich habe immer Mühe, sie zu sammeln, weil dieser Vogel ständig wieder verschwindet. Freches Ding. Früher hatten wir auch Diricols im Laden. Aber die Kunden verlangten immer wieder ihr Geld zurück, wenn sie nach Hause kamen und die Viecher nirgends zu sehen waren. Ich kann mir denken, dass das sehr ärgerlich ist. Da gibt es Schlimmeres. Die meisten Anbieter von Fupa-Federn könnten genauso gut im St. Mungo leben. Kein Wunder. Der Schrei dieser Dinger. Uah. Aber so herrliches Gefieder. Dafür lohnt es sich fast, verrückt zu werden. Das Ganze scheint mir nicht ganz ungefährlich zu sein. Das können Sie aber laut sagen. Früher hielten wir Tierwesen selbst. Das Geschäft lief super. Aber das Murren meiner Eltern ging mir auf den Geist. Nicht meine Schuld, wenn sich wer einen Knieselfloh einfängt. Sie hätten sie hören sollen. Nein, nur noch Nebenprodukte. Aber ich muss sicherstellen, dass die Tierwesen gut versorgt werden. Bei manchen Interessenten kann man das nicht garantieren. Schauen Sie sich ruhig um. Das Angebot ändert sich ständig und nicht nur, weil dauernd was verschwindet. Am besten schauen Sie vorbei, bevor bestimmte Waren ausgehen. Was früher auch buchstäblich der Fall war. Danke, das werde ich.
Gerne. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Und danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Es war mir ein Vergnügen. Was verkaufen Sie hier? Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Einhornhaar. Ah, okay, hier kann ich die Tierwesen dann verkaufen. Na, ich möchte aber schon gerne behalten. Tatsächlich. Ah, und Jung. Ach nee, das ist nur Gegenstände verkauft. Okay, alles klar. Das ist ein Einhornhaar. Schade, ich hatte gedofft. Sie können gehofft, gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Irgendwie Erweiterungen kaufen kann für den. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Dann, wenn ich jetzt eh gerade schon hier bin, kann ich auch direkt. Oh, hier zum Quest. Gold und. Okay. Halloween oder sowas? Kürbsen hier? Wenn ich dahin gehe, möchte ich aber kurz mal zum Eingang. Und möchte mal ganz kurz gucken. Hallihallo. Hallo, kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Töpfmaterial, feinerer Stuff verkaufen. Trank, okay. Ja. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Mehr kann ich gerade eh nicht kaufen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Und dann gehen wir nochmal kurz die Sidequest annehmen. Was soll ich nur ohne Sie tun? Hallo, ist alles in Ordnung? Und ob? Mein liebes Mondkalb Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Teuflische Unholde. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mister... Ganuff. Bloß Ganuff. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Warum haben die Wilderer Biscuit entführt? Ich weiß es nicht. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen. Aber ich glaube nicht, dass die Wilderer begnadete Gärtner sind. Ja, unwahrscheinlich, ja. Wer weiß, was sie ihr antun. Sie könnten sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen, nehme ich an. Oh, Biscuit. Ein ungewöhnliches Haustier. Warum haben Sie sich Biscuit ausgesucht? Sie folgte mir eines Abends, wich mir nicht mehr von der Seite. Ich wollte eigentlich nie ein Haustier, aber jetzt kann ich mir kein Leben ohne sie vorstellen. Mondkälber gelten oft als dumme, einfältige Kreaturen, aber Biscuit hat mir echten Charakter gezeigt. Ich würde sie weder gegen Hippogreif noch Hornschwanz tauschen, nicht mal gegen eine Gans, die goldene Eier legt. Ich sehe mich nach dem Mondkalb um, Ganuff. Danke.
wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Halten Sie die Augen nach ihr offen. Und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Ich sollte versuchen, Ganovs Mondkat zu retten. Ich muss offenbar nach Norden, um die Wilderer zu finden. Jo, aber das mache ich tatsächlich beim nächsten Mal. Und genau, ich werde an der Stelle dann jetzt hier einen Cut machen. Wir sehen uns in der für YouTube nächsten Folge wieder. Das Buch ist halt komplett kaputt gebackt gerade. Und jo.